Zum 43. Mal werden am Vortag der Oscars mit einem Augenzwinkern besonders schlechte Leistungen vor und hinter der Kamera gewürdigt. Zwei goldene Himbeeren, auch Razzies genannt, gehen dieses Mal an Tom Hanks. Er erhält die Anti-Oscars für seine Darstellung des Elvis-Managers Colonel Tom Parker in Elvis. In den Kategorien Schlechtester Nebendarsteller und Schlechtestes Duo. Letztere gemeinsam mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem laut Jury-lächerlichen Akzent. Zudem wurde die Disney-Realverfilmung von Pinocchio zum schlechtesten Remake gekürt. Darin spielt Hanks den Holzschnitzer Geppetto. Jared Leto muss einen Schmähpreis in der Kategorie Schlechtester Schauspieler für Morbius hinnehmen. Adria Arjona wurde als schlechteste Nebendarstellerin in Morbius geehrt. Das umstrittene Marilyn Monroe-Biopic Blond mit Ana de Armas geht mit Preisen für den schlechtesten Film und das schlechteste Drehbuch nach Hause. Weitere Gewinner sind Machine Gun Kelly und Marzahn als schlechteste Regisseure für Good Morning. Der Himbeerenerlöserpreis ging dieses Mal an Colin Farrell. Der wurde 2004 als schlechtester Schauspieler für Alexander nominiert und ist nun ein Oscar-Anwärter für The Banshees of Inisherin. Erstmals hat sich die Jury der Razzies auch selbst ausgezeichnet in der Kategorie Schlechteste Schauspielerin. Dort wurde anfangs die erst 12 Jahre alte Ryan Keira Armstrong für ihre Rolle in der Stephen King-Verfilmung Firestarter nominiert. Nach harscher Kritik zog man die Nominierung jedoch zurück, entschuldigte sich und setzte das Mindestalter der Nominierten auf 18 Jahre fest.